Hallo, ihr wunderschönen Wunderwesen. Es ist gerade aktuell 23.11 Uhr bei mir und somit die beste Zeit aufzunehmen. Wir lesen im Bett. Ich bin müde. Also legen wir los. So, wir könnten natürlich die Nebenquests machen, aber da wir Zeitmangel haben, gehen wir nun der wichtigsten Aufgabe überhaupt nach. Was haben wir gemacht? Ach, wir müssen noch zu Impa gehen. Und dann gehen wir zu den Erinnerungsfotos. So. Wir teletransportieren uns jetzt direkt am Anfang mal weg, damit ich wieder was zu schneiden habe dann nachher. Stall der Ebene. Wir können Impa Pimpa genau Bescheid sagen, dass wir jetzt die Titanen der Ort haben. Kakariko. Link. Ja. Link! Ich höre dich. Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast wahrlich Großes vollbracht. Ach. Ruta. Und Rudania. Medo. Und Naboris. Es ist dir gelungen, alle Titanen zu erlösen. Doch, so stark du nun auch bist, in dir schlummern noch weit größere Kräfte. Begib dich zum Schrein des Lebens und setze den Shika-Stein dort in das Podest ein. Erweiterungspass, die Blade der Recken. Sollte ich eigentlich aufnehmen, ne? Das ist für mich blind, ich kenne das nicht. Naja, möglicherweise laufen dann Breath of the Wild und Tears of the Kingdom parallel. Müssen wir mal gucken. Vielleicht mache ich im Anschluss das andere. Das Spiel sollte nicht weg. So, ich habe wichtige Neuigkeiten und sollte mich vielleicht angemessen anziehen. Moment. Das sieht gut aus. Es geht gerade um die Optik. Gehen wir mal rein. Paya ist wieder am Saugen machen, wie immer. Guten Tag, Master Schwert noch. Wir müssen zeigen, dass wir voll drauf sind. Yeah. Oh. Das Schwert hat seinen Meister gefunden. Ich wusste, du wolltest es schaffen. Ah, war doch wichtig. Gut. Das heilige Bandschwert. Und du, ihr bildet ein Gleichgewicht. Ohne dich ist es nur ein Stück Metall. Und auch du kannst ohne das Schwert nicht deine ganze Kraft entfalten. Die Prinzessin hat euch beiden die Zukunft unserer Welt anvertraut. Du darfst ihre Hoffnung nicht enttäuschen. Ja. Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist ja auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es auch vergesse, wie sollte dir das geben? Das Reckengewand. In alter Zeit durften nur die fünf Recken von Königshaus Hyrule, ausgewählten Recken, diese Kleidung tragen. Macht das Sinn? Der Träger kann die Kraft von Monstern erkennen. Das ist ein Gewand. Die Prinzessin hat es meiner Obhut anvertraut. Du hast es einst erhalten, als du ein Recken geworden bist. Geh sorgsam damit um. Was ist das? Das Fühlen. Sie sind alle da. Daruk, Urbosa, Valim, Lifa. Vor 100 Jahren kämpfte auch ich an ihrer Seite. Doch ich konnte nichts tun, um sie zu beschützen. Sie starben, ohne ihr Schicksal zu erfüllen. Stets geplagt, plagte mich die Vorstellung, ihre unglücklichen Seelen würden keinen Frieden finden. Aber jetzt spüre ich sie, kraftvoll wie eh und je. Sie hatten nie die Hoffnung aufgegeben. Gewiss waren alle überglücklich, dich wiederzusehen, ne? Außer Rivali. Wir haben alle nur ein Ziel. Nun, da Ganons Macht geschwächt ist, bietet sich die Gelegenheit. Es ist die Zeit gekommen, der Prinzessin zur Seite zu stehen. Ja, das ist die nächste Quest. Ganon lauert in Schloss Hyrule. Auch jetzt, da wir den Schutz der Titanen unserer Seite wissen, ist Ganon von einer mächtigen Kraft geschützt. Du solltest mit Bedacht voranschreiten.
getan. Gemeistert getan. Platzierung, Erinnerungsfotos. Machen wir gleich. Gehen wir gleich an. Ich möchte nur mal kurz losstürzen. Ich möchte Geld ausgeben einfach. Ja! Kann ich hier erfolgreich Geld ausgeben? Dankeschön. Die Dame beißt mich gleich an. Nö, die habe ich. Die habe ich. Aber die Ritterrüstung, die ich gesucht habe, den gibt es, glaube ich, in Athenum. Ich wollte jetzt rauf zu Fee. Ich muss meinen Reckengewand vermaximieren, falls das geht. Mal gucken, was wir davon brauchen. Er fühlt übrigens immer noch eine Fee für die maximale Verstärkung. Ich weiß, wo die Fee ist, aber ich kann sie nicht aufwecken. Dafür brauche ich 10.000 Rubis. Habe ich nicht. Ah, gleich bald schon. Ja, man nicht übertreiben. Ah ja, eine. Oh. So kann ich nicht zielen. Ich wollte gerade sagen, kommt keine Feen nach? Doch, es kommt Feen nach. Und ich möchte mal ein paar Feen einsammeln. Einfach nur so aus Schutzzwecken. Die haben mir ab und zu, vor allem beim letzten Titan, den Hals gerettet. Ausrüsten. So, mal den welchen kleinen Feen. Die müssten alle in meine Tasche kommen. Ja, seid ihr sicher auch oben. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Das macht Spaß. Vielleicht schneide ich das kurz raus und wir sehen uns gleich wieder danach. Naja. Sie konnte es nur einmal verstärken, aber immerhin, es hat jetzt einen Rüstungswert von 8. Die meisten Rüstungen haben mit voller Aufrüstung einen maximalen Rüstungswert von 20. Und die Ritterrüstung, die man irgendwo kaufen kann, das hier nur, brauche ich sogar 25. Gut. Wir haben eine Aufgabe. Erstmal Amiibos. Wir holen uns unsere frischen täglichen Amiibos. Das ist nicht das richtige Modul dafür. Amiibos. Guten Tag. Was sind Amiibo? Wir nehmen den Link Smash Amiibo. Ein Soldatenschild. Bedauerlich, bedauerlich. Und den Super Smash Brothers Amiibo von der guten Zelda. Auch Kleingeld ist wichtig. So, Freunde, wir spielen Haltung. Wir haben eine Aufgabe, eine große und heilige. Wir gucken ins Album. Wir räumen hier auf. Alle auswählen. Außer die beiden. Von Miss Kashita und Paya. Hier war Paya ganz traurig, weil irgendwas gestohlen wurde. So. Jetzt überprüfen wir mal all diese Dinge hier. Das hier weiß ich, wo das ist. Das hier haben wir bereits gefunden, zufällig. Kann man sehen, das ist der Schlossplatz vor Schloss Hyrule. Das ist unser Ziel. Und
sobald ich einigermaßen weiß, was ist. Suche diese Karte. So, teleportieren uns vor. Wir gehen zu diesem Schrein. Und von da aus reiten wir mit Impona zum Ziel. In der Hoffnung, dass wir. Dass wir Ladepause vorbei, okay. Dass wir lebend ankommen. Hey, Kangis. Das ist ja ein tolles Bild vom Todesberg. Definitiv. Ich erkenne sofort wieder. Du bist doch der, der die Quelle der großen Fee aufgespürt hat. Was für ein Zufall. Ich habe meine Reise seitdem auch fortgesetzt. Vielleicht gibt es noch mehr Orte, von denen ich dir erzählen kann. Wenn du mir ein Bild zeigst, dann nur zu. Schau mal hier. Das ist der Komolo-See, glaube ich. Liegt im Westen von hier, besitzt eine eigentümliche Form. Sind Pollen unterwegs? Westlich siehst du einen Wald. Doch hier Bäume zu sehen sind, könnte das die richtige Richtung sein. Ich war mal dort. Das ist ein schöner See. Lauf mal euch nach, ich möchte ein schönes Bild von dir machen. Terry, gib mir mal Pfeile. Ja. Oh, ihr besucht mich. Ja, ja. Oh, wie Sie haben Sie mehrere Schwertkäfer. Möchten Sie ein Wildkraut 30? Ja, danke. Okay, her damit. Ja, ich möchte natürlich gerne mal kaufen. Gib mir all deine Pfeile. Alles kaufen wir. Wow. Und Holzpfeile? Ja, gib mir. Habe ich alles nur für dich getan, ne, Terry, um deinen Laden Schwung zu bringen. Lass mal gut sein. Braucht man noch mehr. Okay. Ich habe gesagt, wir wollten gerne wieder oben. Entschuldigung. Wenn es geht. Ich hätte gerne Epona zurück. Ich hätte gerne ein Pferd abgeholt. Ich möchte natürlich Epona. Könnte der Mann, den wir vor 4 Folgen gesehen haben, Epona verkaufen. Oh. Und dass es warten muss, bis unsere GPS-Satelliten haben Epona nicht so weit aufspüren können. Mäh? Epona, was stimmt denn nicht? Okay. Das ist einfach. Das hier ist definitiv, denke ich mal, dieser Platz, den wir gesehen haben. Ja, mit Blick Richtung dem Schloss. Da möchte ich die Schienen. Ja, Moment. Dann muss ich nur hier einmal querlaufen. Die Richtung so, ne? Quasi zum Schloss haben wir gesehen. Oder einmal eine geschickte Kurve hier. Oh. Die Titanen weisen uns gerade den Weg. Alter. Ich hoffe übrigens darauf, dass ich euch Tears of the Kingdom in noch besserer Qualität anbieten kann. Abgesehen natürlich von meiner Moderation. Kann ich verbessern. Bin wie ich bin. Meine mehr so bildlich und tonal. Falls da kein Wort ist, dann mach ich jetzt daraus eins. Ich bin gleich da. Ist es das? Das sind diese komischen Ruinen, die wir sahen. Schluss, ne? Yeah.
Stimmt, wir müssen einmal ins Schloss, um die Erinnerungsfotos überhaupt alle zu holen. Da läuft ein Wächter. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Ich muss mal kurz wechseln. Bringt mir meine Reckenrüstung eigentlich irgendwas Besonderes? Ein Gewand für die 5 gewählten Recken. Keine weiteren Eigenschaften, wie es aussieht. Benutze mal als meine stärksten Rüstungen. Habe ich mal lang. Ich muss in sein Blickfeld. Wenn diese große Fahne ist, da muss ich glaube ich hin in die Richtung. Wir laufen mal unauffällig da lang. Vielleicht können wir ihn umgehen. Ich habe gerade Sohnemann ist aufgewacht. 700. Mein süßer Butzech. Gerne wissen, was da in der Truhe ist, ne? Natürlich, das ist nicht. Nee, komm, für dich verschwende nur nicht das Masterschwert. Den macht man so voll, aber triggert gefälligst nicht. Silberner Rubin. Es sind einfach Bäume gewachsen, aber ich denke, da sind wir richtig. Brauche ich davon was? Rostet Waffen? Nein, da brauche ich nichts. Mal, dass der nicht aktiv ist. Wir reiten dann mal in einigermaßen. Da ist noch einer. Macht mich aber nicht unsichtbarer, nur weil ich dann Leichtrüstung trage, oder? Warte mal, ich teste mal was. Dich brauche ich auch. Link, komm aus deiner Animation raus. Wenn du mir Ebrona killst. Unge. Wo kommt der Jäger her? Moment. Okay. So, wir können die Wächter also geschickt abwehren, wenn wir es schaffen, die Schüsse zurückzuschlagen. Holzpfeil. Verklunker und Diamanten. Okay. Naja, den sag ich mal ein. Ist Nummer 1. Und zwar Nummer 2 von denen, die wir kennen. Zeit für Erinnerungen.
von Hyrule, vom heiligen Bannschwert erkoren. Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt. Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia. Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst, das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held. Du und das Bannschwert, ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein. Oh, Bannschwert, das unvorstellbare Zeiten überdauert. Mann, oh Mann. Geht's noch dramatischer? In der Hand des Helden. Was redest du da? Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter. Diese alte Zeremonie dafür nachzuäffen, war doch deine eigene Glanzidee. Die Meere überquert oder eine Verbindung mit der meine Meinung zu dem Burschen kennt ihr. Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Du und der Bei Held ihr ist es kein Wunder. Möget von er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie. Tja, er erinnert sie stets an ihr Scheitern. Oha. Es ist ja so, dass Zelda unter enormem Druck steht. Stand. Die Hohepriesterin zu werden hier und die Lichtmagie, die in der weiblichen Reihe ihrer Familie liegt. Und immer auch zu beherrschen und sowas. Sie kann es halt einfach nicht, schafft es nicht. Und sie sieht sie Link, der ihm scheinbar alles auf Anhieb gelingt. Und das zieht sie enorm runter. Das ist so der Hintergrund davon. Hm, traurig. Aber das passiert leider vielen so tatsächlich. Der Maler sagte, kennt den Namen des Sees, ne? Und wir konnten die Zwillingsspitzen sehen vom links aus. Das sind die. Wir gehen der hier den Weg mal lang. Der Komolo-See. Ist wirklich in der Nähe. Wir müssen quasi einmal retour. Nachts herumzulaufen ist natürlich super gefährlich und den Wächter auf den Hals zu haben, will ich auch nicht. Ich weiß, wie ich sie besiegen kann, aber ich möchte mich trotzdem nicht mit ihnen anlegen. Muss ja nicht sein Glück herausfordern, sage ich mal. Macht übrigens enorm Spaß, mit dem Pferd hier rumzureiten. Ne? Es gab damals viele Beschwerden, das Spiel erschien, also die gute Welt. Nein, überhaupt nicht. Das ist genau das, was sein soll. Sind bald da. Das heißt ja auch Atem der Fitness, nicht Atem des ständigen Beschäftigungs. Dingens. guck mal, Epona geht automatisch auf Wege, wenn man darauf reitet. Das weigert sich immer ein bisschen weg. Zelda ist eben damit eingearbeitet, aber das ist die Hintergrundmusik. Oh Gott. So. Oh, schön. Und hier müssen wir irgendwo hinlegen. Wir steigen ab. Wir holen eine Bombe raus. Und warten. Die nervt mich nämlich alle. Ja, leidet. Verziehen Sie sich. Okay. Hier irgendwo sind eure mächtigen Körperteile. Sammeln die mal ein.
ist der See. Da hinten sind die Zwillingsspitzen. Der Blick war irgendwo von hier aus, ne? Ich laufe jetzt einfach mal hier am Ufer entlang und gucken. Und nehme diese Blutgebälle mit. Da sind kleine Entleins. Ihr seht, dann sagt's mal in die Kommentare, ne? Genau jetzt. Warte nicht, bis ihr das Video durchgesehen habt. Also genau jetzt. Ja, das sind gleich da, wie es aussieht. Die Insel haben wir auch gesehen. Okay, beobachten wir genau diese Birken. Jetzt hier hin. Wieder mal Zeit, für mich zu gehen. Oh nein. Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Ja, das kann Link. Sagt immer, oh Link, du musst aufpassen. So zu Herzen bekommen. Oder ist das so und so? Wenn du speichern möchtest, benutze das hier. Echt cool. Wie gesagt, ich kenne nicht alle DLC-Sachen, ne? Hört man eventuell dieses Ding von, wie heißt die, Pi oder sowas? Pi aus Skyward Sword irgendwo. Bei DLCs vielleicht nach Tears of the Kingdom spielen. Weiß es noch nicht. Verspreche nichts. So, wir haben noch Arbeit vor uns. Album. Diese Sachen kennen wir. Da waren wir erst. Wir können noch mal in die Wüste teleportieren. Das ist einfach nur die Oase. Ja, das ist auch nur die Oase da vorne. Zu viele Knöpfe. Kakariko, was ist denn da? Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt, Wüstenbazar. Ich gehe zum, gehe dahin. Nein. Abbrechen. Ich gehe dahin. Da kann ich einem Weg folgen. Ich mag es, Wegen zu folgen. Irgendwo in der Nähe von dem, wo ich hin möchte. Aber ich habe gerade Ärzte gesehen. Ärzte heißen Geld. Ich mag Geld. Ihr mögt Geld. Alle mögen Geld. Geld. Was mag ich? Ich wäre ein Stein. Ein sanfter Piekser reicht aus. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ich danke dir, Mifa.
Was steht da und lacht über mich? Nur letztes Mal sind wir da unten durchgegangen. Jetzt gehen wir mal hier oben durch. Hör zu. Und gleich da vorne bei der... Was ist denn da? Ah, wahrscheinlich irgendeine Octorok-Variante oder sowas. Die Temperaturen sind noch in Ordnung gerade. Ich möchte auch nur bis zur Oase. Das reicht mir vollkommen aus. Hätten wir eigentlich das Reckengewand schon früher bekommen können, wenn ich hier das Master-Schwert gezeigt hatte? Das wusste ich nicht. Schatztruhe. Ach, das ist einer, der immer sagt, oh, ich bin eine große Schatztruhe. Also eine Rudo-Dame, die sich auf die Suche macht nach alten Schatztruhen, die ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit finde hier. So, Äuglein auf beim Möbelkauf. Keine Ahnung. Suchen wir nun nach Erinnerungsfleckchen. Hier im Wüstenwasser. Ich bin da mal kurz weg. Ihr Leben gerettet. Ich schätze mal, das war der Punkt, wo sie nicht mehr so, wie Daruk sagte, so biestig zu ihm war. Seitdem. Okay, das wäre Terry. Wir kaufen noch mehr Pfeile. Ich mache noch mal Pfeile. Es gab schon einen Zeitpunkt, da hatte ich keine Pfeile mehr. Das ist knapp. Ja. Wahnsinnige Hitze. Hilft nur eins. Gebt mir Pfeile, bevor sie nicht brennen. Ja, ich habe ein Schwertkäfer. Ja gut, gib mir was. Möchte etwas von dir käuflich erwerben. Ich hoffe, er nimmt EC-Karten. Nein, danke. Scheinbar kann man bei Terry nur einmal am Tag kaufen. Warte, ich habe gekauft. Natürlich ist nicht regional gewesen. So, bevor wir hier kläglich verbrennen, gucken wir nochmal ins Album. Nächsten Sache werden dann schätze ich mal schwerer. Das ist nur eine Seite, ne? Wir brauchen noch ein paar. Eine Wiese in der Nähe von Schloss Hyrule. Das ist in der Nähe der Hyrule-Brücke. Und das ist definitiv auf Schloss Hyrule. Das machen wir als letztes. Ja,
Wald halt, ne? Das hat er uns der Maler bereits einmal gesagt. Mir. Was aufschrieben? Eine Pferdestatue? Quelle? Was haben wir? Das ist bei einem Schrein. Karte. Ich muss suchen tun. Es gibt hier. Ist das denn? Wo ist das denn? Es war hier in der Nähe, glaube ich. Platz der Ranellstraße. Ich muss, glaube ich, hier irgendwo lang. In der Nähe. Die See der Läuterung. Ja, hier müssen wir lang. Das heißt, wir gehen jetzt zur großen Feder unten zum Schrein, springen da runter und dann. Tor der Ranellstraße. Das klingt doch schon nach etwas, was wir suchen, ne? Auf geht's. Mag an der Wüstensonne. So, liebe Leute. Der Plan ist jetzt, wir laufen da lang. Das sieht waldig aus. Das sieht, ja, hier sind wir richtig. Juppadi. Eine Maxi rüber, sehr wichtig. Muss mich noch für den Kampf gegen Ganon ordentlich ausrüsten. Ja, was? Nichts. Ich muss sagen, es ist schön, dass man hier reiten kann im Spiel, aber ich benutze die Pferde hier eigentlich gar nicht. Das passt nicht zu meiner Spielweise. Nicht oft. Die hätten wir Impola vorher nicht gehabt, dann hätten wir. Wären wir noch nicht da, wo wir gerade sind. Vestur der Ranellstraße. Da. Bist du wichtig oder bist du ein getarnter Jäger? Es geschah vor etwa einem Jahr. Ich wanderte entlang dieser Wege, als plötzlich im Himmel ein Licht erschien. Es staunte an einem leuchtenden Objekt, dessen Anblick mich vor Schreck erstarren ließ. Im nächsten Moment war ich vom hellen Licht umgeben und als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Oh? Was hältst du davon? Was meinst du? Bist du? Erst nur kurz und war mir so, jetzt lief ich über meinen Namen. Ah, das ist ein Jäger. Als ich daraufhin meine Augen öffnete, lag ich bei einer Art Bett oder einem leeren Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte und in der einen Ecke stand ein merkwürdig leuchtender Apparat. Als ich ihn berührte, ich hatte ein seltsames, doch vertrautes Gefühl. Als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Was hältst du davon? Nun, Recke der Hylianer. Jetzt räche ich den Meister. Denk nicht. So hart getroffen, dass ich seine Kohlenstoff in seinem Körper zu Diamanten gepresst habe. Das ist gerade geschehen. Was ist das denn hier? Ein Dämonenring. Leider bekomme ich kein gutes Bild davon, wenn es im Gras liegt. Ist ein Würstchen. Pack ich mal ein 40. Doch, den kann ich mitnehmen. Der sieht gut aus. Flasche. Wie viel Crocs haben wir eigentlich? 11. Dann bekomme ich nichts. Kann ich was wegschmeißen? Ja, ich brauche die Knüppel zum. Den werfe ich weg. So, was bist du jetzt eigentlich für eine Waffe?
Ein raffender Jäger, ihre furchterflossene Form so angeblich dazu dienen, die Gegner aufzuschlitzen. Das kann schon sein. So, das war Neltor. Oder gibt es da noch eins? Ich hatte gerade noch keinen Erinnerungsnupsi gesehen, deswegen war ich erstaunt. Finden wir schon. Vielleicht einfach auf der anderen Seite. Hallo, Poli Bäume. Album. Das ist nicht das Tor. Aber wo das Tor ist, werden wohl andere Tore in der Art sein. Das heißt, wir laufen einfach mal lang. Goldener. Es geht halt dem Ende zu, ne? Auf der einen oder anderen Weise. Das wäre wichtig genug, um zu speichern. Bei Wächtern kein Problem. Die kann ich kontern, wenn ich einfach Killschlag mache, wenn sie schießen, ne? Die hier sind ein Problem für mich. Vielleicht kann ich die mal als Meerschlag. Zwei, ne? Ja. 1080 gegen 240. Wie die Auflösung, mit denen ich immer arbeiten muss. Das ist nicht wichtig. Du darfst gehen. Genau. Und der fest? Oh, heilig. Darf jetzt nur ich noch was machen. Ich möchte schon haben, was er hatte. Soll ich irgendwas? Was höre ich da? Auch gehört, ne? Ach, ob ich. Zumindest wenn meine Tonanschauung gepasst, habt ihr es vielleicht auch gehört. Kann ich sagen, was es war? Was war für mich sehr offen. Na, okay, wir gehen einfach mal weiter. Was war das hier? Töte mit seinen eigenen Waffen. Nein.
Kraft ins Verderben gefallen. Okay, kann man machen. Oh. Elektropfeile liegen einfach mal so ganz kausal in der Gegend rum. Kein Problem. Falls jemand wundert, warum das Schiffchen da ist. Der Wasserfall ist ein Schrein. So viel darf ich verraten, weil ich habe den Schrein schon mal gefunden. Okay. Als ich offscreen ein bisschen gelevelt habe, damit das nicht so stört hier. Ich würde gerne alles mitnehmen, aber es wird natürlich geguckt. Das ist der Grund, warum ich was rausnehme. Da sind welche? Oh, Reisendreck. Aktives Atmen. Aktives Atmen. Essen. Danke, Mifa. Ich beschütze dich. Link. Weg mit dir. Muss ich voll erschießen, wie es aussieht. Was war das denn jetzt? Ich wollte eigentlich nur den hier rausholen. Den rüsten wir aus und Mifa hat mich gerade aufgefüllt, ne? Auf Überherzen wohlgemerkt. Vom Wächter habe ich keine Angst. Der macht mir Sorgen hier. Ganz genau, da gehörst du hin. Diese Glitzern, was man hier heute hat. Ich höre hier irgendwas. Was ist das? Dieses komische Geräusch. Weist mich das auf irgendwas hin? Mysteriös, mysteriös. Link, lass das doch bitte. Gut. Das braucht man nicht. Ich wollte den Pfeil. Ja, tolles Kind, miserabel. Wartet ihr eine Kochstelle hier? Wart ihr schlau genug für eine Kochstelle? Wofür ist diese Leiter da? Indem ich zu irgendwas kam, da dieses komische Geräusch. Weiß mich das Geräusch auf Sachen hin, die ich nicht kenne. Das war mal ein Brunnen. Da ist dieses Schneedings. Da möchten wir hin. Das alles nur, um uns an unsere gute Zelda zu erinnern. Ich dachte, das sieht hohl aus, aber es ist nur ein riesiger Moblin. Der scheinbar schläft. Momentus. Gleich Rustensus.
Ich habe gerade einen Jäger gehört hinter mir. Hahaha. Ha, ha. Ich bin doch voll der Größte. Du hast ihn wach gemacht, Idiot. Das ist falsch Richtung, Klink. Das brauchst du schon. Idiot. So, da hauen wir uns am besten immer 5 Millionen Schwertbananen rein jetzt. Wenn wir schon welche bekommen von dem Typen. Okay. Meine Güte. Was ich gehört? Ist nichts. Ah ja, ich bin weg. Richtig. So, unsere Rookie-Animation, da wollt ihr nicht angreifen. Genau, schlaf. Ach komm. Deine Zeit für dich jetzt. Gib mal all dein Geld. Danke. So macht man das. Osttor der Rennellstraße. Hier sind wir richtig. Ich werde aber nicht verfolgt, ne? Bin ich nochmal kurz weg. Ich hoffe, das Erinnerungssuchen macht euch einigermaßen Spaß. Ich weiß das nicht, aber das ist gut dazu. Ich mach das mal. Hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ach. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen, aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment! Bruder,
Ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpass Ganon eine Abreibung. Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein. Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte lasst mich mit euch kommen. Puh, ja. Das ist harter Tobak gewesen. Haben wir gerade gesehen, wie Ganon erwachte. Laut dem König waren die meisten im Schloss dann sofort tot. Beziehungsweise schnell tot. Ah, Leute. Bin ich da? Irrst dich. Irrst dich. Warum ich da lang gehen wollte, war, weil Link und Zelda kamen von da. Ich sag mal, Seelerläuterung, ne? Das sagt mir schon, dass da vielleicht was sein konnte. Das nehmen wir noch mit. Die Folge ist bereits eine Stunde, aber das nehmen wir noch mit. Wir wachsen einfach hier oben lang. Naja. Hier sieht das Ding jetzt doch nicht aus. Aber wir schauen halt mal nach, ne? Oh, da ist noch ein Hinox. Da sammeln wir vor Schreck erstmal ein bisschen Erz. Nicht so gut. Die Sachen haben wir. Nein, wir brauchen irgendwas Steinernes davor und eine Statue der Göttin. Steinerne meine ich, dass da halt künstliches davor gebaut ist, ein Stein. Das ist nicht das, was wir suchen, denke ich. Oh. Das ist, was wir suchen. Aber dahin gehen wir in der nächsten Folge von Breath of the Wild, wenn es darum geht, Links Erinnerung an Zelda wiederherzustellen. Damit wir das Gute bekommen. Das ist wichtig. Denke ich. Bis dann!